Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 3D World. Wir befinden uns in der Welt Stern. Welt Stern ist die erste Bonuswelt in Super Mario 3D World. Seit dem letzten Part können wir auch uns für den Charakter Rosalina entscheiden. Diesen Charakter bekommt man, wenn man sich einmal mit dem zweiten Level in der ersten Bonuswelt auseinandergesetzt hat. Nice, oh, hier ist ein Pilz. Sehr, sehr gut. Okay, die Rosalina kann zwar nicht schweben, aber dafür hat sie eine andere spezielle Fähigkeit. Und zwar, sie kann ganz normal hüpfen. Und dann drückt man auf den Y-Knopf und plötzlich setzt sie die Drehsprungattacke ein. Sie dreht sich einmal in der Luft und ja, es ist nicht nur so, dass sie nochmal ein bisschen höher springen kann, sondern in diesem Zustand kann sie auch die Gegner attackieren. Voll cool. Aber schweben geht leider nicht. Also hat das nichts mit dem Kleid zu tun. Okay, Leute. Wie heißt das Level? Auf dem Holzweg. In diesem Level befindet man sich die meiste Zeit über auf hölzernen Walzen. Und diese bewegen sich nur, uiuiui, wenn man auf den hölzernen Walzen steht und läuft. Diese Gumbas regen mich voll auf. Das Power-Up-Item Doppelkirsche brauchen wir später auch für den dritten grünen Stern. Ach ja, stimmt. Und was noch sehr, sehr wichtig ist für dieses Level, sollte man definitiv, wenn man das Spiel auch zu 100% durchspielen möchte, mit Rosalina spielen. Auf der einen Seite passt das, da wir uns ein Bild von Rosalina machen können. Aber auf der anderen Seite kann man nur mit Rosalina an den Stempel in diesem Level rankommen. Oh, ich wäre so gerne in der Katzenform. So wie es aussieht, habe ich gefailt. Okay, ich frage mich, was sich da in diesen Blöcken befinden. Vielleicht ist irgendwo dort ein Power-Up-Item am Start. Das kann man sich ja kurz angucken. By the way, ich sollte auf die Zeit achten, weil das ist so ein Level, in dem ich immer ziemlich lange brauche, um alles zu klären. Also das Prinzip ist zwar einfach, aber dennoch kann man hin und wieder mal auf komischer Art und Weise failen. Okay. Nee, das ist wohl falsch. Hier ging es tatsächlich nur um das Power-Up-Item. Gut. Ja, so muss man halt hier in Bewegung bleiben. Und das Gewicht muss man dorthin verlegen, in welche Richtung man auch gerne hin möchte. Ach ja, stimmt. Genau. Den ersten grünen Stern bekommt man, indem man, ja, so eine lila Box findet. Oh, nee. Schade. Mist, ich dachte, ich kann auch den One-Up-Pilz klar machen. Ja gut, alles klar. Dann hätten wir uns um den ersten grünen Stern gekümmert. Nein, pass mal auf. Pass mal auf. Ich hätte Bock auf die Checkpoint-Fahne. Wo gehst du hin? Jetzt lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Bleib irgendwann mal auch stehen. Oh, diese Picondore sind so nervig. Eigentlich könnte ich sie angreifen. Aber ich habe gerade keinen Bock darauf. Pass auf, Mann. Mach jetzt nicht solche Sachen. Mist. Ja, stimmt. Hier hätte ich auf jeden Fall die Drehsprung-Attacke gebraucht. Falls irgendwas komisch wäre. Hier hätte man tatsächlich Münzen verstecken können. Hat man aber nicht. Hey, Fee, was geht? Da ist das Ziel, da ist der zweite Grünstern. Ah, okay, da ist auch der Schalter für den Stempel, gut zu wissen. Stimmt, habe ich das schon erwähnt? Dass man für den dritten Grünstern in diesem Level mit zwei Charakteren eigentlich unterwegs sein muss. Oh, nee. Yeah, nice. Gut gemacht. Aber ich weiß, wo man die Doppelkirsche findet. Gut, dass Gumba nicht runterfällt. Hin und wieder hat dieser Gumba es hingekriegt, mich zu treffen. Oh, nice. Boomerangblume. Okay, gut. Ah, das wird jetzt lustig. Immer wenn ich diese Gegner sehe, muss ich ein bisschen an Super Mario Odyssey denken, an Cappy. Oh nein, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Was mache ich jetzt? Oh nee, ich habe jetzt keine Lust zu failen und so. Oh, hier habe ich schon voll aufgefailt, Mann. Das ist echt so eine Stelle, man schnell unterschätzen kann. Nein, nein, ich will hier bleiben, denn hier ist das, was ich suche. Die Doppelkirsche. Okay. Genau. Oh, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, oder? Nee. Hey, oh nee, das wird, glaube ich, eklig jetzt alles. Ah, ich weiß nicht, ob ich auf den... Sag mal, hallo. Was ist denn los hier? Soll ich auf den dritten Grünstein jetzt verzichten, oder was soll ich machen? Ich meine, hier ist der Schalter für den Stempel, wie wir das bereits sehen konnten. Ach ja, hier sind drei Uhren. Stimmt, um die kümmere ich mich kurz. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. So, let's go. Okay, jetzt wird's schwierig. Und nu?
Ach so, stimmt. Logisch. Komm jetzt. Ja, genau. Warum tauchen hier wohl Münzen auf? Oh, ich glaube, das schaffe ich doch gar nicht mehr. Das meinte ich, Leute. Das ist wirklich so ein Level, da brauche ich immer voll lange. Ich brauche immer so lange für dieses Level. Och, nee, ne? Nee, ne? Nee, ne? Hey, was macht ihr, Ladies? Ladies, was macht ihr denn da? Oh, es ist gerade mal 12 Uhr. Wollt ihr mich aufregen? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Also, sag mal. Das ist jetzt echt fies. Na toll. Ach, warte mal. Ich habe mir den zweiten Grünstern gar nicht klar gemacht. Oh, gut, dass ich gefailt habe. Ich habe mir den zweiten Grünstern gar nicht klar gemacht. Den hat man auch gerade gesehen. Ist ja crazy. War gut, dass ich gefailt habe. Aber gut, jetzt weiß ich Bescheid. Ich muss halt schneller spielen. Ich lasse mir sehr oft sehr viel Zeit in den Let's Plays. Ich mache das jetzt nicht, um irgendwie die Videos zu strecken oder so. Und manchmal gibt es Sachen, auf die möchte ich eingehen. Und dann gibt es Sachen, die möchte ich einfach gerne in den Videos angezeigt haben. Bin nicht so ein großer Fan davon, jetzt durchzurushen. Es gibt schon genug Videos diesbezüglich. Ja, ich bin schon so ein Erkunder. Ich mag es tatsächlich gerne zu erkunden. Okay, sehr schön, Beilung. Aber ich wollte schon Pete sagen. Oh, das ist ja Rosalina. Lalalalala. Oh, dieser Somsa. Der nervt mich jetzt schon, wenn ich ihn nur sehe. Komm jetzt her, Mann. Ja, genau. Ja, tschüss. So, Ladies. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anders verhalten. Bisschen schneller. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Das lässt sich doch schon mal sehen. Ja, doch. Ich bin zufrieden. Gut. Sehr schön. Manchmal ist das echt nicht verkehrt zu failen. Oh, nee. Wartet mal. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Genau, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben 200 Sekunden Zeit. Das sollte eigentlich ausreichen. Jetzt bloß keinen Stress machen. Nicht nervös werden. Lalalala. Ich glaube, ich spinne. Ich komme durch. Ich will ihn gerne besiegen. Jetzt. Sehr schön. Ja, sehr gut. Da ist noch ein Pikondor. Nee, zwei sogar. Und ein Goomba. Nee, drei sogar. Und ein Somsa. Also das ist doch mal mega hinterhältig. Oh, ich komme hier durcheinander gerade. Oh nein. Rosalina hat sich gerade verabschiedet. Mist. Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen, liebe Leute. Ich zeige euch das mal. Also hier muss ich tatsächlich mit Rosalina, also mit ihrer Kopie, stehen. Und da ganz oben ist der dritte Grünstern. Ich werde jetzt Folgendes tun. Wir werden gemeinsam das Level zu Ende bringen. Und dann treffen wir uns gleich nochmal hier an dieser Stelle mit zwei Rosalinas. Ja, so machen wir das. Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, da oben anzukommen? Ich wollte das gerne eigentlich mit der Superglocke ausprobieren, aber ja. Hä? Oh Mist, ich stehe voll falsch. Von hier aus geht's weiter, stimmt. Okay, und hier ist auch das Ziel. Nee, also den dritten Grünstern bekommt man so nicht. Okay, alles klar. Ja, dann holen wir... Och nee, ne? Was soll denn das? Ich wollte mir die goldene Fahne klar machen. Das geht hier nicht mit rechtlichen Dingen zu, ich sag's euch. Mister. Okay. Passiert, passiert, passiert. Ui. Das Fotoalbum, beziehungsweise das Stickeralbum, sieht ziemlich voll aus. Da fehlen halt noch einige Sticker. Okay, dann schauen wir uns kurz gemeinsam an, was passiert, wenn man dieses Level zu Ende gebracht hat. Das nächste Level wird auf jeden Fall freigemacht, kein Problem. Und das wird ein ziemlich wildes und hektisches Level. Wisst ihr was, Leute? Ich habe mir eben gerade kurz gedacht, hä? Warum will ich das denn alleine anpacken? Wir machen das gemeinsam natürlich. Ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich meine, ich habe euch jetzt gezeigt, wie und wo man den dritten Grünstern bekommt. Aber hey, es wäre doch viel cooler, wenn ich auch ein paar zeige, wie man das so anstellt. Okay, irgendwann werde ich das aber hoffentlich hinkriegen. Na, ich meine, ich habe jetzt schon so einige Fails gehabt, muss ich offen und ehrlich zugeben. Kann man ja auch an den Versuchen, also an der Zahl sehen. Okay, kann ich Pikondor von hier aus treffen? Ach was! Ich kann den Vogel von hier aus treffen, ist ja cool. Das macht mich gerade glücklich. Das macht mich glücklich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Eben gerade bin ich gar nicht so gelaufen. Sag mal, was soll denn das? Hallo Ladies, warum? Warum funktioniert ihr so falsch? Guck mal, was soll das denn werden?
Ja, toll. Und jetzt? Jetzt habt ihr den Salat. Ja, na toll. Ja, toll. Ist okay. Ist okay. Oh, jetzt leidet die eine darunter, ne? Weil die andere so komisch und hinterhältig steht. Okay, 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 okay. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. So, jetzt wird's wieder ein bisschen tricky. Ah, aufpassen. Wegen den Pikondoren. Aber nicht nur wegen den Pikondoren, sondern auch wegen diesem Gomba hier. Plötzlich kommt der Kollege. Ich will jetzt nicht wegen Somsa verlieren, ey. Hey, irgendwo hier sollte auch noch ein Gomba sein, oder? Wer ist da weg? Ey, das wäre so goldig, wenn ich das hinkriege. Das ist so schwierig. Hier, du auch noch. Ja, Gott sei Dank. Wir kriegen es hin. Wir haben es hingekriegt. Oh, cool. Jetzt darf ich bloß nichts falsch machen. Oh, eine Uhr. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Oh, wie erleichternd. Jetzt kann ich tatsächlich die eine Rosalina aufgeben. Warte mal. Kann ich da rüberspringen? Naja, ich verzichte drauf. Verzichte drauf. Nur jetzt ist es ein bisschen schwierig, hier mit beiden unterwegs zu sein, weil ich kann mich gerade nicht entscheiden, auf welchen Charakter ich mich konzentrieren sollte. Ja, stimmt. Ich habe mir die goldene Fahne gar nicht klar gemacht. Das sollte ich jetzt tun. Oh. Komm, oh nee, das ist voll komisch, Mann. Man kann sich gar nicht so richtig konzentrieren. Aber nice. Ich habe dennoch die goldene Fahne erreicht. Mit Rosalina. Ich finde das voll cool, wenn man mit Rosalina die goldene Fahne erreicht. So sieht man bei ihr den Stern. Einen auf Luma und so. Oder die Sternwarte. Und bei Peach sieht man die Krone. Ja, ja, ja. Ist halt eine Prinzessin, ne? Gut. Wenn sie die Prinzessin ist, wer ist die Königin? Okay, wir sind jetzt fertig mit diesem Spaß. Oh, ich bin so erleichtert, Mann. Aber jetzt geht's richtig ab. Rauf auf den Zielpfahl. Eieiei, das wird auch so ein verrückter Level. Für diesen Level haben wir insgesamt 100 Sekunden Zeit. Ich glaube, ich werde hier erstmal mit Toad unterwegs sein. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und ja, das Ziel, ne? Also der Zielpfahl. Ihr denkt euch jetzt, hey, was ist das denn für ein kurzes Level? Jetzt geht's ab. Guck mal, guck mal. Der Zielpfahl bewegt sich. Und wir müssen hinter dem Zielpfahl herlaufen. Und by the way, müssen wir uns halt, ja, die grünen Sterne und den Stempel klar machen. Darauf verzichte ich. Eigentlich sollte man das vielleicht nicht, aber... Ah ja, diese Googie-Womps sind so nervig. Cookie-Womps, genau. Ich habe Googie gesagt. Oh, einfach durchlaufen, das passt, glaube ich. Willst du mir sagen, ich krieg das im First Try hin? Nee, oder? Wo ist der zweite grüne Stern? Da hinten. Das wäre auch viel zu schön, ey, wenn ich das im First Try hinkriege. Mist. Ätzend. Na, immerhin können wir uns das zweite Level in diesem Part antun. Eieiei, der letzte Part war auch ziemlich fadig. Wie werden wohl die zukünftigen Parts aussehen? Ja, ich kann euch aber sagen, was ich nach der Bonuswelt vorhabe. Ich möchte mir einmal diese Luigi Bros Geschichte anschauen. Und dann möchte ich im Privaten nochmal, ja, alle Leveln durchspielen mit allen Charakteren, damit wir uns das Kronenlevel antun können. Boah, das wird heftig, Mann. Hier einfach durchlaufen. Genau, wie mache ich das hier am besten? Ach, vielleicht sollte ich nicht unbedingt hier auf den Blöcken stehen, damit ich wenigstens einen Block habe, auf dem ich stehen kann. Genau. Ätzend. Boah. Nerv nicht. Oh, ich habe noch 30 Sekunden, by the way. Okay, den dritten Grünstern kann man auch auf die schnelle Welle bekommen. Wir müssen hier wieder mit den Donutblöcken arbeiten. Geh weg, Ziel. Ich will dich noch nicht. Oh, geh mal weg, ey. Ich habe noch gute 20 Sekunden Zeit. Naja, jetzt nicht mehr so gut, aber das sollte ausreichen, denke ich. Ja, bleib gechillt. Bleib gechillt. Bleib gechillt. Lass dich fallen. Nein! Was für ein Müll! Das meinst du doch nicht ernst jetzt! Ich hab das doch geschafft, Junge! Willst du mich reinlegen? Heftig! Jetzt... Nee, ne? Ey, das tut doch gerade weh beim Zusehen. Ich hab alles gemacht.
Aber die Zeit ist abgelaufen. Ja, jetzt muss ich mich wieder hier mit diesem Cookie-Womp anlegen. Oh, hört ihr das gerade? Irgendwelche Flugzeuge sind hier am Start bei mir in der Gegend. Ich krieg das Level noch hin, Leute, keine Sorge. Also jetzt diejenigen, die das Flugzeug bedienen. Falls sie jetzt kommen sind, um mich abzuholen. Oh, du Dreckiger! Och nee, ne, was soll denn das? Ätzend. Das tut weh, ne? Wenn man das gut hinkriegt und plötzlich passiert was und danach, wenn man es immer wieder versucht, kriegt man es nicht hin. Ich habe einfach einen schönen Run gerade gehabt. Aber wo habe ich gerade den Fehler gemacht? Oh, ist es so laut gerade draußen. Heftig. Weiß nicht, ob man das gerade hört. Vielleicht am Anfang, aber jetzt hört man das vielleicht nicht. Aber ich höre das immer noch so stark. Cookie Wump, geh mal weg. Cookie Wump, geh mal weg. Ich habe keine Zeit für dich. Ey, yo, ho. Den zweiten grünen Stern mache ich mir irgendwie klar. La 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 la, ich warte auf die Donutblöcke. Oh ne, das schaffe ich doch gar nicht mehr jetzt. Oder? Warte mal. Geh mal weg, Zielfall. So eine Nervensäge. Oh, Junge, mach doch den Long Jump. Ey, ich fasse es einfach nicht. Ey, sag mal, willst du mich reinlegen? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe alles gemacht, aber die Zeit ist abgelaufen. Wieso hat man nicht 110 Sekunden Zeit? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Geh weg, Zielfall. Oh, pass auf, Toad. Das sah so aus, als ob du da runterfallen würdest. Oh, das nervt, ne? Dass der Zielfall vor einem ist. Schau mir den Stempel von hier aus. Und dann mache ich hier so eine Umrundung. Haha, ich habe ihn gut ausgetrickst. Okay, gut. Oh, pass auf, Mann. Hier verliere ich sehr viel Zeit, so wie es aussieht. Ja, nice. Sehr schön. Ja, das lässt sich sehen. Jetzt darf ich bloß nicht failen, ey. Ah, jetzt habe ich kurz angehalten. Nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt hinkriegen können. Okay, ich berühre aus Versehen das Ziel jetzt. Also den Zielfall. Okay, der Zielfall ist direkt unter Toad. Das sollten wir jetzt hinkriegen. Schade. Das war's wohl mit der goldenen Fahne. Ja, nice. Wir haben es noch hingekriegt. Ey, was war das denn, ey? Was war das denn? Du hast alles eingesammelt, aber du verlierst. Weil die Zeit abgelaufen ist, obwohl sich der Zielfall in deiner Nähe befindet. Gut, was wollen wir jetzt machen? Also ich habe auf jeden Fall noch Bock, weiter aufzunehmen. Aber es wäre so schön, wenn ich im nächsten Part mit der ersten Bonuswelt fertig sein könnte. Aber um das hinzukriegen, müsste ich mir noch 2 Level in diesem Part antun und ich weiß nicht. Der Part wird auch schon wieder viel zu lang. Gib mir gerne Bescheid, wie ich das so anstellen soll. Ich meine, ich schneide ja auch in Super Mario 3D World. Zum Beispiel eben mit dem dritten Grünstern im Level auf dem Holzweg. Da war es schon ziemlich notwendig, weil sonst hätte ich da einen 30 Minuten Part, in dem es nur um ein Level geht. Okay, hier ist das Feenhaus. Wo wir schon mal hier sind, können wir auch das Feenhaus besuchen. Und das Captain Toad Level. Können wir auch wahrnehmen. Ja doch, das können wir jetzt auch noch wahrnehmen. Boah, wie viele Stempel brauche ich noch? Oh, nicht mehr allzu viele. Gut. Ja, wir kümmern uns erstmal um das Captain Toad Level und dann schaue ich mal auf die Uhrzeit. Auf das nächste Level hätte ich auch noch Bock. Bombenspaß. Im Lande der Blöcke. Okay, aber das wird jetzt auch interessant. Kapitän Toad ist am Rotieren. In diesem Level gibt es P-Schalter. Diese müssen wir betätigen, indem wir auf ihn stehen. So dreht sich das Level einmal. Und so können wir an die 5 Grünsteine rankommen. Okay, Kamera bewegen mit R und neigen, das ist sehr gut. So, die Münzen sind hier nicht umsonst da, ne? Als eine Wegweisung dienen sie, denke ich. Oh, da ist ja der erste Grünstein schon. Ich muss warten, bis dieser Kollege einmal sich zusammenzieht. Ja, genau.
So, gut, dann hätten wir den ersten Grünstein. Was soll ich jetzt als nächstes tun? Okay, bloß nicht runterfallen. Weil es gibt eine Möglichkeit von hier aus den nächsten Grünstern zu bekommen. Habe ich gerade gesehen, einfach nur hier reinlaufen, ne? Ja, das kann man tatsächlich machen. Hier einfach, ja, hier kann man sich fallen lassen. Ja, und so holt man sich den zweiten Grünstern. Das lässt sich doch sehen. Okay, und nun, liebe Leute, aufpassen, Toad. Ach, der Beat ist so putzig. Ja, man kann auch gehen, man kann aber auch laufen. So, und nun, liebe Leute, ach, da ist der P-Schalter. Mhm, sollen wir den jetzt betätigen? Aber ich glaube schon. Machen wir mal. Okay, nice. Ah, okay. Muss ich mich wieder fallen lassen? Ja, genau. Weil so kann ich den dritten Grünstein holen. Ja, das ist der dritte. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal auf so einem P-Schalter stehen. Okay. Wo ist jetzt der vierte Grünstein? Ach, da ist er ja. Da ist er ja, wie putzig. Toad, komm mal raus, Kumpel. So, warten. Aha, okay. Da muss ich also durchlaufen. Mal gucken, wie wir den einen fünften bekommen werden. Okay, und irgendwo hier ist ein Pilz, ne? Ach, da ist auch ein P-Schalter. Ja, okay. Alles klar. Okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Wie holen wir uns den fünften grünen Stern? Ah, okay, man kann hier wieder auf diesem P-Schalter stehen. Sehr gut. Oh, oh, schlechtes Timing, oder? Nee, ist okay. Ja, cool. Jetzt lass dich schnell fallen. Ja, super. Alles richtig gemacht, liebe Leute. Mähä. Ja, nice. Das ging aber rucki-zucki. Ich dachte, für das Captain Toad Level werde ich richtig lange brauchen. Aber gut, ich bin nochmal gut davon gekommen. Ja, ich will ungern aufhören, gerade aufzunehmen. Wirklich sehr, sehr ungern. Wisst ihr was? Wir ziehen noch ein Level durch. Na, ich glaube ja. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Dass ich jetzt nicht allzu lang am Aufnehmen sein werde. Oder? Egal, wir ziehen das jetzt durch. Bombenspaß im Lande der Blöcke. Das wird jetzt ein nostalgisches Erlebnis, Leute. Wer muss an Super Mario 3D Land denken? Richtig, jeder, der das Spiel gespielt hat. Ach man, ey. Die Melodie. Die gigantischen Blöcke hier. Eieiei, in der Superform kriegt man sie nicht kaputt. Dafür aber in der Maxi-Form. Das bedeutet, irgendwo hier befindet sich auch ein Maxi-Pilz. Nice, nice. Gut. Ich freue mich schon auf dieses Level. Das ist sowas von Nostalgie für mich. Ich muss gerade an meinen Super Mario 3D Land Let's Play denken. Ich habe mir auch neulich vorgenommen, das Spiel wieder mal zu LP'n, aber diesmal halt Stream auf Twitch. Okay, gut. Hier sind versteckte Münzen. Ja, warum nicht? Wir brauchen den Maxi-Pilz definitiv, liebe Leute, um an den Stempel hier ranzukommen. Der ist... der ist gut versteckt. Der ist irgendwo hier unten. Die Gegner hier können sich ebenfalls um die Blöcke kümmern. Eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt notwendig, sie gleich alle zu KO'en. Weil sie kümmern sich wiederum hier um diese Blöcke, was gut ist. Okay. Aber um diese Blöcke, beziehungsweise um diesen Block, muss ich mich schon kümmern. Na, okay, alles klar. Ja, definitiv. Gut, dafür müssen wir uns den Maxi-Pilz holen. Wobei, wir können uns auch erstmal versuchen, den Grünstein klar zu machen. Ah, reicht das noch aus? Es kann sein, dass ich gerade ein bisschen zu langsam war, ja, jetzt durch den Fail. Habe ich wieder viel Zeit verloren. Okay, nice, hat hingehauen. Hier ist eine lilane Box. Und hier ist auch der erste Grünstern. Ja, das reicht aus, die 5 Sekunden. Sag mal, du musst dich auch vernünftig anstellen. Ja. Geil, in der letzten Sekunde noch. Okay, gut, um den ersten Grünstein müssen wir uns nicht mehr kümmern, aber wir müssen uns jetzt hier um den Stempel kümmern. Dann wollen wir mal. Irgendwie müssen wir da oben ankommen und irgendwo hier muss ein Maxi-Pilz versteckt sein. Ja, nehme ich mit. Ja, komm rauf, Toad. Sehr schön. Wo ist jetzt dieser Maxi-Pilz? Hier vielleicht? Ja, genau, der war hier. Nice.
Oh, Maxi Toad, das sieht voll lustig aus. By the way, wir können eigentlich alles kaputt machen, auch diese Blöcke hier. Aber dieser Block ist am wichtigsten. Okay, nebenbei kann ich mich hier um andere Sachen kümmern, die ich vielleicht kaputt machen kann. Nein, na egal. Boah, diesen Block hätte ich noch gerne kaputt gemacht. Gibt es hier eigentlich etwas Besonderes? Hey, warum ist da so ein Block? Ach, jetzt habe ich die Tanuki-Form nicht mehr, ne? Hä? Achso, okay, ist ja cool. Man kann die Blöcke von unten aus kaputt machen, die gigantischen, wenn man halt zweimal raufsteigt. Hey, ist da oben etwas? Okay, dann machen wir weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwo der zweite grüne Stern ist. Ach ja, wir sollten uns mal den Stempel klar machen. Und ich sollte mich ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt keine Lust, dass das Video so um die 35, 40 Minuten lang wird. Boah, ich dachte, ich mache jetzt irgendwie so einen ekligen Mannsprung und springe raus. Boah, wie schön. Boah, das fühlt sich wirklich so an, wie als ob man Super Mario 3D Land spielen würde. Boah, wie putzig. Okay, ich dachte schon, man fällt durch. Unsichtbare Blöcke. Check beim Fahren habe ich berührt. Sehr schön. Oh, Tanuki-Blatt. Ja, jetzt komm doch mal. Warum ist hier eine Bombe? Ach, da ist ein grauer Block. Ich sollte aufpassen. Ich sollte tatsächlich aufpassen. Nein. Nein, oder? Ich habe den grauen Block nicht kaputt gekriegt. Nein, ey, ich glaube, ich spinne. Ich habe den grauen Block nicht kaputt gekriegt. Na, immerhin haben wir den ersten grünen Stern, den Stempel. Ah, ätzend, ey. Hey, wo war das Tanuki-Blatt nochmal? Hä? Ich habe doch eben gerade ein Tanuki-Blatt bekommen gehabt, oder nicht? Habe ich mir das eingebildet? Oh, ich dachte schon, ich krieg das nicht mehr hin. Hä? Oh, oh, da sind noch Blöcke. Da sind noch Blöcke. Ups. Ich glaube, ich muss diagonal handeln. Ja, yeah. Geil. So, jetzt müssen wir uns, genau. Jetzt müssen wir uns hier diese 5 Münzenschlüsseln da machen. Oder Schlüsselmünzen. Oh, ich bringe solche Sachen so oft durcheinander. Jedenfalls müssen wir uns diese Münzen klar machen. Und dann gibt es den dritten grünen Stern. Stimmt, manchmal muss man auch hier solche Blöcke kaputt machen. Oh, ich dachte schon. Nein. Okay. Hey, ich brauche irgendein Power-Up-Item. Das ist doch voll eklig. Man fühlt sich voll nackt so. Könnt ihr hier bitte die Blöcke kaputt machen? Ja, genau. Ist da unten etwas? Ja. Oh nein. Kommt Bobom hier rein? Ja, korrekt. Der kommt hier nicht rein. Aber der hat mir Platz gemacht. Beziehungsweise der hat die Blöcke zerstört. Okay, vielleicht könnte hier die 5. Münze sein. Ja, da ist sie sogar. Ja, cool. Nice. Oh, warte mal. Sorry, ich habe gerade einen Gedankenfehler gehabt. Man bekommt ja nicht den dritten grünen Stern so. So bekommt man die Warp-Box. Warte mal. Nein. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der dritte grünen Stern irgendwo da ist. Da. Ja, da ist was. Oh ne, wie komme ich jetzt da oben an? Ja, sehr schön. Boah, schnell. Boah, sehr schön. Irgendwas ist da hochgegangen. Kann ich mich hier runterfallen lassen? Weg mit dir. Sehr schön, wir können das Level jetzt zu Ende bringen. Ja, genau, machen wir. Machen wir 3 Grünsterne. Und den Stempel haben wir. Nice, gut. Unter 35 Minuten, hoffe ich doch zumindest. Ich habe den Long Jump nicht hingekriegt. Mist. Aber egal, ich habe trotzdem die goldene Fahne. Ja, cool, Leute. Nice. Ich würde vorschlagen, dass wir hier einfach mal einen Cut machen. Ich setze mich jetzt an den nächsten Part ran und ich werde versuchen, im nächsten Part mit der ersten Bonuswelt abzuschließen, damit wir im übernächsten Part direkt mit der zweiten Bonuswelt weitermachen können. Wie cool ist der denn? Okay. 261 Grünsterne. Ja, ich muss mir noch einige klar machen. In der 8. Welt habe ich da noch was offen, weil ich vergessen hatte, im letzten Level, ja, nachdem ich die grünen Sterne ein neues Mal eingesammelt hatte, das Level auch komplett durchzuziehen. Okay, Leute, nice, das war's dann. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen
und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Danke für den Support, Leute, und bis bald. Macht es gut und tschüssi, Leute.